Hallo. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind im Robinson Club Cabo Verde auf Sal in Santa Maria. Wir sind jetzt angekommen, haben schon ein bisschen Sonne getankt gestern und die erste Session gefahren. Und für heute schaut der Wind ganz gut aus. Deswegen gehen wir jetzt frühstücken. Dann bauen wir da hinten, das ist nämlich gar nicht so weit, unseren Kals auf. Und dann gehen wir mal testen. Das wird ganz gut und wir nehmen euch mit. Wir hatten jetzt gestern schon unsere erste kleine Session hier und ich würde euch ganz gerne kurz erklären, wie dieser Spot hier funktioniert. Man hat auf den Kap Verden Passatwind, also wir sind quasi im nördlichen Passatgürtel. Experte, ist das richtig? Ja. Das heißt, wir haben hier immer Wind aus nordöstlichen Richtungen. In Santa Maria, in der Bucht, das ist so eine sichelförmige oder halbmondförmige Bucht, kommt der Wind in der Regel side offshore. Das heißt, hier am Strand muss man beim Starten der Kals ein bisschen aufpassen, weil es ist halt öig, wenn man weiter rausfährt. Und gerade wenn man halt als östliche Ende der Bucht fährt, wo hinten auch die Welle bei Ponta Leme läuft, wird er dann deutlich konstanter. Ansonsten ist das Revier ganz nett, ist ein schönes Freeride-Revier, es ist ein bisschen choppy, man hat so einen leichten Grundswell, der reinkommt, wo sich hinten auch bei Ponta Leme, da ist diese Landzunge, eine schöne Welle wirklich um die Nase rumschält. Und hier vorne direkt vor der Station hat man halt so ein bisschen, die Windsurfer sagen dazu, Bump-and-Jump-Bedingungen, also es ist leicht choppy, ein bisschen Welle. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist halt der Shorebreak. Wenn man da beim Starten nicht genau aufpasst und der Swell ein bisschen höher ist, wird man schnell mal am Strand gefressen. Aber nach zwei, dreimal hat man das raus, wie man starten muss, und dann kommt man da auch raus. Oder alternativ, wenn man nicht direkt am Strand losfahren will, kann man auch losdragen, geht auch. Stopp, du hast was vergessen! Einen kleinen Motivationsschluck. Für die aus Bayern, für die daheimgebliebenen. Schön mit Sand. Ah, herrlich. Köstlich. Session gehabt. Geil, das war der erste Double, den ich jemals gestanden habe. Tja, hinter mir seht ihr nichts, es ist nämlich leider kein Wind. Auch das gibt's, ist eher ungewöhnlich. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen uns zum Quatschen zusammengesetzt und das macht man am besten mit einem leckeren Bier. Und das Praktische hier ist, dass da die Station ist und da die Poolbar ist.
Hannes, sei doch nochmal so gut und erzähl uns nochmal, wo wir hingehen. Wir machen einen kleinen Ausflug vor die Tür und gehen uns den Karneval in Santa Maria anschauen. Feuer, Bruch, Rassismus, Hibina, Magistrat!